alle zusammen. Also, das wisst ihr ja schon lange. Der Pumuckl ist im Grunde genommen ein goldiger Kerl. Aber was er sich demal geleistet hat, das schlägt dem Fass wirklich den Boden aus. Der Meister Eder kennt ja seinen Tausigskobold. Er weiss auch, dass der Pumuckl etwa die nicht gerade der Brävste ist. Aber dass er immer wieder schwindelt, wenn ihm etwas nicht gerade in den Kram passt, an das kann er sich einfach nicht gewöhnen. Angefangen hat die Geschichte wie immer ganz harmlos. Auf einem von seinen Spaziergängen ist der Pumuckl an einem Spielwarengeschäft vorbeigekommen und hat dort im Schaufenster Schwimmtier gesehen. Hey, ja, ihr kennt ja die Aufblastiere, die man zum Schwimmen ins Wasser nehmen kann. Von denen gibt es ja wirklich lustige Viecher. Und man kann verstehen, dass der Pumuckl hell begeistert war davon. Wie der Blitz ist er heimgerannt und hat es dem Meister Eder erzählt. Du Eder! Hey du! Hör mal auf sagen! Ich muss dir etwas sagen! Hey du! Steh nicht ums Hagi ab, ich habe etwas gesehen! Du, du! Was machst du da für ein Geschrei, Pumuckl? Was ist denn los? Wenn ich doch etwas gesehen habe, etwas so Schönes, so schön, dass man es gerade auf der Stelle muss kaufen. Und wegen dem störst du mich an der Arbeit? Wenn man versprichst, dass man es kaufst, dann darfst du gerade wieder weiterarbeiten. Es ist gar nicht teuer, es ist sogar äußerst preiswert, hat die Verkäuferin gesagt. Und dann hat sie noch gesagt, das trägt ihren Sohn im Wasser. Jawohl, hat sie gesagt zu einem Mann, der im Laden war. Und dann trägt es doch mich erst recht im Wasser. Und dann kann ich schwimmen lernen. Und außerdem ist es halt so schön. So sag doch endlich mal, was es ist. Ich schwimme. Es hat einen Schwimmfrosch und Schwimmfisch und Schwimmseehund. Aber die Tante ist am aller schönsten. Du bist ja nicht gescheit, Pumuckl. Dann vertrinkst du mir am Ende noch. Nein, nein. Ich muss ja nicht in den See gehen damit oder in den Bach. Ein Wassertümpel Langenthal, den kann ich nicht vertrinken. Nötig, habe ich gesagt. Und wenn ich versprich, dass ich ganz, ganz brav bin? Mindestens 5 oder 11, 10 Stunden lang. Das wäre nicht besonders lang. Und wenn ich besonders viel lang extra brav bin? Das musst du mir zuerst einmal vormachen. Du! Hey du, ich weiss etwas! Ich weiss etwas! Steh wieder ab! Du! Du, wenn du nicht aufhörst sagen, dann... Du, ich weiss etwas! Jetzt gibst du aber sofort Ruhe, Donner und Toria. Nicht böse werden. Bitte, bitte nicht böse werden. Böse werden ist ganz schlecht für den Wunsch vom lieben Pumuckl. So, so. Ein Lieber bist du? Ja. Und was noch? Ich habe Geburtstag. Du? Seit wann? Seit heute. Das ist mir allerdings neu. Mal, wenn man Geburtstag hat, dann kommt mir etwas geschenkt über. Der Mann im Laden hat gesagt, sein Sohn hat Geburtstag. Jawohl, hat er gesagt. Und das Gummitier haben wir zum Geburtstag geschenkt über. Du bist aber nicht mein Sohn. Da nützt dir der ganze Geburtstag nichts. Ja, aber ich bin dein Kobold. Das ist noch viel mehr als nur dein Sohn. Und ich habe nicht nur Geburtstag, sondern eine ganze Geburtstagswoche. Und das ist auch viel mehr. Und darum musst du mir ein Schwimmtier kaufen. Ein rotes. Eine rote Gummiente. Jetzt schlägt er das aus dem Kopf. Ja, da kann ich an meinen Kopf schlagen, so viel ich will. Da kommt keine Ente raus. Und ich sehe immer eine rote Gummiente vor mir, weil die in meinem Kopf innen ist. Das hört dann schon auf. Nein, das hört gar nicht auf. Gar nie. Ich werde immer trauriger und trauriger. Und plötzlich bin ich maustot vor lauter Traurigkeit. Und dann sagst du nämlich, hätte ich nur dem armen Pumuckl eine rote Schwimmente gekauft, dann würde er jetzt noch leben und wäre lustig und zufrieden. Und so ist er maustot. Und dann wirst du um ein neues ganzes trauriges Gedicht hören von mir. Ein ganzes, ganzes trauriges. Gummiente macht mich froh. Die Ente, die ist rot. Ich habe keine bekommen. Jetzt ist der Kobold tot. Die Ente schwimmt im Wasser. Im Wasser ist es leer. Das Wasser ist nur nasser. Mein Herz ist tot und schwer. Verzapf doch keinen so einen Schmarrn, Pumuckl. Das ist kein Schmarrn. Das ist ein schönes Gedicht. Und wenn es dich nicht mag, ich mag es ganz schön. Ja, ja, mich mag es auch. Nach dem Mittagessen können wir ja dann einmal schauen.
We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description.